Schön, super, Bums, ja! Ich bin manchmal so, sagen die auch, dass ich mit Sport vielleicht verheiratet bin. Ja, ja, ist irgendwie so. Ich liebe Sport. Ohne Fair hat Sönmez ist nichts los. Würde es keine deutsche Meisterschaft im Muay Thai-Boxen geben. Super gemacht, Nalko, super, ruhig jetzt! Gut gemacht, super. Ja, siehst du, geht doch. Das ist echt eine viel Arbeit, viel Stress. Deswegen macht auch nicht jeder. Und da muss man echt richtige Lust und Spaß dran haben, das zu machen. Morgens um 7.20 Uhr vom Paradise in Valle. Die ersten Teilnehmer warten. Warten auf Ferhat Sönmez. Ohne den Veranstalter kommt keiner rein. Oh, Entschuldigung, machst du die Tür auf, bitte? Der 39-Jährige hat verschlafen, weil er bis nachts um 4 Uhr die drei Ringe in der Halle mit aufgebaut hat. Doch von Müdigkeit keine Spur. Dann habe ich die Wecker auch mal nicht gehört. Oh, das war richtig Hammer. Die erste Nacht hatte ich mal richtig Sorge, weil das Personal ausgefallen ist, wo das ein bisschen da Probleme war und dann war es zu spät, können wir nicht Material besorgen, da müssen wir wieder hin und her anrufen. Die Materialbesorgung hat ein paar Sachen gefehlt, da war richtig Stress. Schon zum zweiten Mal richtet der 39-Jährige die deutschen Meisterschaften in Bremen aus. 146 Teilnehmer aus ganz Deutschland sind dabei, 17 Bremer. Im Muay Thai-Boxen sind Faustschläge, Tritte sowie Stoßen und Schlagen mit Ellbogen und Knien erlaubt. Herr Sönmez ist mit sehr viel Enthusiasmus dabei, ist eigentlich ständig unterwegs mit seinen Kämpfern und lebt quasi dieses Muay Thai und gibt sich auch sehr, sehr viel Mühe, dieses Muay Thai auch im Norden von Deutschland dann halt auch weiter zu verbreiten. Und deswegen geben wir ihm dann halt auch die Chance, auch das gerade hier in Bremen publik zu machen. Wir wissen, dass er wirklich alles gibt, um hier die deutsche Meisterschaft zu einem Erfolg zu führen. Ne? Und wir arbeiten auch gerne mit ihm. Kampfrichter, Kampfringe, Ärzte und Döner. Alles organisiert von Sönmez. Sponsoren gibt es keine. Das meiste der rund 20.000 Euro zahlt der Bremer Leon Fight Club. Das meiste hängt aber an Ferhat Sönmez. Warum er das macht, weiß er nicht. Das fragen wir alle, das sagen die alle. Alle, auch die Trainer, die fahren, die sagen auch, ja, Ferhat, ja, warum tust du dir das? Irgendwie, ich mag das, ich mag den Sport, ich mag die Jungs. Für die jungen Leute was tun. Seit 24 Jahren ist der gebürtige Türke in Bremen. Thai-Boxen macht er von klein auf. Stolz macht es ihn, die deutsche Meisterschaft auszurichten. Viel wichtiger aber ist ihm noch, wie seine Kämpfer abschneiden. Siege entspannen ihn. Man kann nicht mal genießen, das ist gut. Wenn hier ist meine Kämpfer, wenn ich mal mehr Titel habe in der Tasche, dann kann ich mal genießen. Dann ist alles egal. Die Bremer Bilanz. Viermal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Ferhat Sönmez ist mehr als zufrieden. Doch um